Willkommen zu einer weiteren Runde Brawler Woche Overwatch. Oh mein Gott, und der Ball rollt direkt an mir vorbei. So, und sind wir einer weniger? Nein, wir sind doch drei Mann. Und das Spiel, das ich meinte, von dem das hier ziemlich stark kopiert ist, und zwar würde ich sagen zu 90% heißt Rocket League. Und nicht, was ich dachte, mit Soccer fing es an. Ich glaube, der erste Teil auf der PS3 fing mit Soccer an. Und weiter konnte man sich den eigentlich auch nicht merken, weil der irgendwie 6, 7, 10 Wörter im Titel hatte, die einen ganz komischen Wirrwarr-Titel ergaben. Und oh Gott, ich muss unbedingt aufhören, dieses Springen machen. Weil ich springe einfach vorbei. Der Vorteil ist einfach, dass man schneller ist. Aber es spielt ja alles keine Rolle. Wir spielen einfach nur, bis man Ulti hat. Dann geht man ins gegnerische Tor, wartet, bis der Ball kommt, kickt den gegnerischen Torwart raus, macht Ulti-Tor. Oder man hat Skill und macht so ein Tor, aber da der bei mir nicht vorhanden ist, bleibe ich bei meiner Taktik, Ulti sammeln. Möglichst schnell sammeln für die... Ey, das kann doch nicht sein, dass der Ball wieder dann zu mir fliegt! Ich schieße ihn nach da, der kommt hier und der Ball wird irgendwo da getroffen und... Nein! Physikalisch unmöglich, keine Ahnung. Das ist nicht in Ordnung. Oh nein, jetzt... Ja, okay. Vielleicht habe ich ihn sogar einigermaßen gut... Perfekte Vorlage. Aber ich krieg keinen Assist. Warum nicht? Den habe ich perfekt vorgelegt, den Ball. Da komm, ich gebe dem Ball den Hit, aber ich krieg den Assist nicht. Warum auch immer. Es gab keine Ballberührung von jemand anderen. Das ist unfair. Ich wurde meines Assists beraubt. Und damit wahrscheinlich auch Prozenten zu meiner Ulti. Die für mich ein Tor bedeuten. Ball. Schneller. Boah, ich bin immer noch für einen schnelleren Boost. Es geht einfach gar nicht klar, wie langsam man ist. Oh Gott, nicht. Okay, jetzt kann ich das mal nutzen. Jetzt einmal schön an der Wand, weil man da schön schnell ist. Slidet man und verfolgt einfach den Ball in der Luft. Nein, ich hab schon wieder nehmen. Mischt. Boah, was war denn das schon wieder? Die Physik des Balls ist extrem komisch. Scheiße. Schiede, die Diesel. Jetzt. Einmal ran. Ich will nicht auf... Wo ist er? Da ist er. Auf mein eigenes Tor. Das gibt's nicht. Aber kein Problem. 7% nur noch bis zu meiner Ulti. Alter, man sieht einen verwirrten Lucy, der da einfach nur rumrennt. Oh Gott. Lucien? Wie hieß denn der Champ? Lucien war der aus... LOL, der ADC. Ich weiß gar nicht, wie hieß der hier auch Lucien? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber Ball abgefangen, den habe ich bekommen, aber nicht den Assist. Ist klar, Jungs, ist klar. Verpiss dich schon mal aus dem Tor, Digga. Du hast hier nix. Ey, komm! Noch komm, Team! Einfach den Ball nach vorne. Vielleicht hätte ich da auch nochmal nach hinten gehen sollen, aber ich will meine OP-Taktik machen. Er hat seine Ulti aktiviert, der Hund. Oder jemand von uns hat den Ball reingehauen. So. Jetzt aber. Jetzt kann es nur funktionieren. Den Ball einfach zu mir kicken. Den kicke ich weg. Nein! Komm her. Oh nein, jetzt habe ich... Ich habe es weg. Tor. Jetzt habe ich sogar einen Assist bekommen. Warum auch immer ich jetzt den Assist bekommen habe. Eigentlich habe ich komplett reingekackt mit meiner Aktion. Muss ich sagen. Oh Gott. Wofür habe ich den Assist? Also es war ein Eigentor. Eigentlich hat der eine mit seiner Ulti den Ball selbst ins eigene Tor geschleudert. Was? Wo Ball? Boah, Alter, dieser Ball. Wenn erstmal die Ulti zieht, ey, dann geht's rund. Oh Gott. Oh Gott. Ball, ey. Mein Gott, es muss eine Ballkamera geben. Das geht sonst überhaupt nicht klar. Wow. Ich glaube, ich habe ihn aufs eigene Tor geschleudert. Also Glück haben wir einen guten Keeper anscheinend. Der mal endlich mal was hält. Alter, ich renne hier schon wieder nur wie ein... Junge, das ist echt Schweinchen in der Mitte irgendwie hier so. Man rennt nur in der Mitte rum. Also macht man gar nichts. Och komm, und dann verkacke ich meine Schockwelle. Ja, der kriegt den eh noch. Alter. Da. Jetzt kommt er wieder. Zurück, nochmal zurück. Jetzt müssen wir ihn. Wie ist er jetzt durch mich hier durchgeflogen? Erzähl mir doch mal wie.
Alter, das ist doch Beschiss! Ja, Keeper, beweg dich halt nicht. Wozu auch? Shit. Aber, ey, da fliegt der einfach so durch mich hindurch, oder was? Ey, das sieht so komisch aus. Nee, 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 nee. Klappt einfach nicht. Wohl, wir müssen jetzt einfach Tor machen. So, selbst wenn wir jetzt kein Tor mehr reinlassen, wir müssen eins schießen. Da führt kein Weg dran vorbei. Okay, irgendwie müssen wir jetzt auch wieder... Ich brauche einfach Uldi nochmal und dann muss ich die... Wow. Ich habe nicht gesehen, wie ich den reingemacht habe. Er ist irgendwie reingegangen. Aus irgendeinem Grund. Okay, unser eigener hätte den jetzt auf unser eigenes Tor geschossen und meine Schockwelle hat den dann zurückbefördert. Obwohl ich die so aktiviere und der Ball war irgendwo da oben, aber... Blizzard-Logik. Nein! Ah, damit haben sie gewonnen, oder? Ah, kommen wir nochmal zu einer Chance. Jungs, wir müssen den halten, irgendwie. Und jetzt müssen wir an... Okay, nein, wir kommen... Na, ab. Haben sie toll gemacht. Woll, es sollte nicht klappen, es sollte nicht klappen. Alter, das war richtig gut von dem gemacht, das Tor. Das war richtig gut. Ich dachte, oh, bei 3 Toren ist Schluss. Nee, es ist, also, Toranzahl ist anscheinend scheißegal. Ist anscheinend scheißegal. Ich glaube, bei 3 Toren Vorsprung ist das Spiel vorbei. Bin mir auch nicht sicher, will ich auch nicht hundertprozentig sagen. Okay, hat nicht hingehauen. Gut. Haben sie gut gemacht, haben sie gut gemacht. So. Oha, sogar ich krieg das Highlight. Für meinen Imba-Schuss, den ich von meinem Verbinden abgewehrt habe. Ja. Jetzt einmal dieses Imba-Tor, das man nicht mal sehen kann, irgendwie so ganz. Überfliegt irgendwo über meinen Kopf außerhalb des Sichtfelds. Aber es haut hin. Aber wir sehen uns gleich in einer weiteren Runde. Und dann sind wir schon wieder im Game. Oder ich bleib lieber im Tor. Ich bleib lieber im Tor. Ah, da kommt nämlich schon der Ball zu mir. Und die machen schon beinahe ein Tor. Aber nur beinahe. So, bleib jetzt einfach hinten, bis ich meine Ulti habe und dann versuche ich das Tor zu machen. Oder ein Assist durch meine Ulti. Okay. Ich rede von hinten bleiben und renne schon automatisch nach vorne. Ist halt langweilig, hinten rumzustehen. Wow. Ja, wieso bin ich schon wieder so abgehoben da? Slide, dann bist du schneller. Nein, wie denn? Alter, was ist das? Hau einfach draufhauen. Irgendeiner kriegt den Ball schon von meinen Mitspielern. In die andere Richtung. In die andere Richtung. Shit. So. So. Da kommt er perfekt. Um ihn irgendwo hinzuschleudern. Alter. So, an der Wand sliden. Den Ball den übelsten Kick geben. Langsam komme ich auch ins Spiel. In den Modus hinein. Langsam. Allmählich. Allmählich, allmählich, allmählich. Wow, wow, wow. So, einfach hinterher springen. Ja, nein, klappt nicht, soll nicht. Scheiße. So, einmal nach hinten orientieren. Okay, und wieder nach vorne orientieren. So, jetzt vielleicht. Nein! Gib's nicht. Schneller. Oh Gott, wieder nicht. Ey, das ist... Du rennst einfach von einer Richtung in die andere. Und hoffst, dass man da irgendwas hinbekommt. So. Oh, Alter. Die Schockwellenreichweite kann ich auch nicht so gut einschätzen, leider. Oh Mann, jetzt funktioniert doch mal. Wo? Wieso fliegt der Ball immer nach da, obwohl ich meine Schockwelle sogar treffe? Mist. Aber egal, gleich habe ich die Ulti. Gleich habe ich die Ulti. Der will nicht rein. Nur noch ein bisschen. Dann kommt die Ulti-Mate. Ja, okay, er geht auch ohne Ulti rein. Ich habe mal ein Tor gemacht ohne Ulti. Und dass ich sogar irgendwie so halb mitbekommen habe. So halb. Weil die Gegner den irgendwie selbst reingekloppt haben.
Zum Glück gibt es eine Kollisionsabfrage, dass der Ball gegen durch die Charaktere nicht durchfliegt. So, jetzt müsste er den Ball. Was war das für eine Aktion? Was sollte die denn machen? Oh, jetzt einfach nach vorne kloppen und ich nehme ihn. So. Einfach hier hinten hinstellen. Du darfst doch mal stehen bleiben, Keeper. Du darfst dich ruhig mal verpissen. Ja. Ja. Warte nur, bis der Ball in diese Richtung kommt. Zu früh! Perfekt! Perfektes Timing. Perfekt gemacht. Perfekt gemacht. Da hat er schon keinen Bock mehr, der Typ. Da hat er keinen Bock mehr. Einfach reinziehen mit der Ulti. Jetzt sind das irgendwie schon viele Leute, weil da immer einer lief. Aber so wird's gemacht. Einfach raus gegen den Keeper und dann zieht man den Ball ins Tor. Aber ey, das ist echt, also diese Ulti. Wenn man da den Torwart rauskickt, dann ist das ein Safe-Tor. Weil die hat so viel Range, die den Ball ranzieht. Das ist unfassbar. Wieso habe ich schon wieder den Ball nicht erwischt? Und da ist er jetzt mal. So, weg damit. Weg damit. Geiles Eigentor. Geiles Eigentor. Das war richtig gutes Eigentor. Aber wieso hat er denn das gemacht? Ins eigene Tor. Wo war denn die Logik? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man wird es wahrscheinlich auch nie herausfinden, was das sollte. Wow. Da hat schon wieder irgendeine die Ulti eingesetzt, die eher zum Vorteil für uns gewesen wäre. Leider aber nur wäre, weil er doch nicht durchkam. So. Jetzt komm. Jetzt wenigstens. Ey, Mann, richtig gut. Was ein Tor. Was ein Tor. Zählt jetzt nicht mal als meins? Wieso nicht? Den habe ich doch perfekt dahin gekickt. Na egal. Ich habe 2 Tore, ich will mich nicht beschweren. Da will ich mich doch nicht beschweren. So. Aber mein Udi kriegt leider nicht nochmal hin. Oh Gott. Oh Gott, ich flieg schon wieder über den Ball. Jetzt muss ich nur zum Ball kommen. Ja. Jetzt geht er wieder rum, aber man kriegt hier kein Tor so rein, leider. Über die Banden. Wow. Wer kriegt mich da weg? Jetzt Mama, was da? Oh Gott. Also ich krieg's echt hin, jedes Mal ein Eigentor hinzubekommen. Und das echt aus unergründlichen Gründen, warum sie auf ihr eigenes Tor schießen. Wie der jetzt. Oh, ich schieße einfach mal in die Richtung meines Tors. Und dann steht einer und köpft perfekt ein. Das aber mehr oder weniger unfreiwillig. Aber gut. Von mir aus, wenn sie meinen. Guckt jetzt schon wieder, wo ich davon ausgehe, das war jetzt schon mehr oder weniger Absicht. Aber was will man machen? Was will man machen? Ja gut, wenigstens mit einem Sieg. Ich glaube, das war jetzt mein erster Sieg von den 3 Runden. Ich glaube, das war so. Ja, jetzt kommt der ultimative Move. Ultimative Badass-Move. Ich kippe einfach raus, er kann nichts mehr machen. Ja gut. Die Ulti müssten sie nerfen in diesem Modus, aber bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.